Hi, meine Freunde vom YouTube-Format. Ich habe hier ein kleines Heftchen gebaut, ja, für die Selbstwahrnehmung. Und die Frage ist ja immer, wie sehen wir uns selbst, ja, und stellen wir uns selber die richtigen Fragen? Und jetzt mache ich einfach mal das Format so und lese aus diesem kleinen Heftchen vor, was ich dann nachher irgendwie so fabrizieren werde, dass es bei euch oben, bei mir im Kanal, im YouTube-Banner oder auf Anfrage als PDF, ja, vielleicht in der Bio sozusagen, als Geschenk für euch da ist. Okay? Also, damit ihr damit auch gescheit arbeiten könnt. Es fängt an. Selbstwahrnehmung. Und du hast ein Cover, was sehr kreativ umgesetzt ist, ja, golden gehalten, mit viel Energie und Licht und einem Gesicht. Ja. Hast du mehr als 10 Fragen, die du dir selber stellen solltest? Bin ich gut? So wie ich bin. Du wünschst dir den goldenen Schlüssel für deinen Erfolg, dann schmiede ihn dir selber. Das ist der einzige Weg, der richtig geht. Zitat ich. Und dann ein goldener Schlüssel darunter. Erstens, deine Übersicht erlangen. So geht's. Selbstreflexion ist eine Form der bewussten Selbstwahrnehmung oder Selbstbeobachtung. Dabei hinterfragen und analysieren wir uns selbst und unser Denken, das Fühlen und Handeln. Die zentrale Frage lautet: Wer bin ich? Ziel ist es, mehr über sich selber zu erfahren, sich besser zu verstehen und persönlich zu wachsen. Das Ergebnis erfolgreicher Selbstreflexion ist daher nicht nur Selbsterkenntnis, sondern immer auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja mein Bereich, ne? Beim Nachdenken und Reflektieren beleuchten wir Gewohnheiten oder Verhaltensmuster und stellen uns Fragen wie: Selbsterfahrung. Wer bin ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Was treibt mich an? Was will ich in meinem Leben erreichen? Welche Ziele habe ich schon erreicht? Was kann ich richtig gut? Was nicht? Warum verhalte ich mich so? Wo besteht Verbesserungspotenzial? Das ist immer so eine Sache. Was kann ich heute tun, um meine Ziele zu erreichen? Damit trägt die Selbstreflexion nicht nur zur Selbstfindung bei, sie ist zugleich ein wesentlicher Schlüssel zum Glück und Erfolg. Erst durch dieses Reflektieren können wir aus Fehlern lernen, impulsive Reaktionen vermeiden und unsere Emotionen steuern. Kurz, wir leben bewusster und weniger auf Autopilot. Das ist ganz wichtig, dass wir den Autopilot abschalten in den wichtigen Bereichen der Selbstwahrnehmung. Der Begriff Reflexion stammt übrigens vom lateinischen Wort reflexio ab, was so viel wie zurückbeugen oder widerspiegeln bedeutet. Beliebte Selbstreflexionssynonyme sind Einkehr, Vertiefung, Selbstbesinnung. Unterschied Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis ist eine momentane Aufnahme. Selbstreflexion dagegen ein permanenter Prozess auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Allerdings ist unsere Persönlichkeit veränderbar. Ebenso die Sicht auf uns selbst, je nachdem, ob und wie sich unsere Werte oder Ziele im Laufe des Lebens verändern. Das heißt, wir sind dauernd in der Wandlung, ja, und wenn wir uns dort verändern, dann haben wir natürlich auch immer ein ganz anderes Bewusstsein. So sollte es sein. Deshalb ist es auch nicht unvorteilhaft, wenn das Ergebnis deiner aktuellen Reflexion nicht gerade schmeichelhaft ausfällt. Entscheidend ist, was du aus der Erkenntnis machst
und wie du den Impuls umsetzt, wie du etwas erschaffst in dir, mit dem Gefühl der Begeisterung und des Tuns. Bedeutung. Warum ist Reflexion wichtig? Was bringt Selbstreflexion? Eine Menge bringt das. Von dem Millionär Warren Buffett stammt der schöne Satz, man sollte vor allem in sich selber investieren. Das ist die einzige Investition, die sich tausendfach auszahlt. Ja. Nur wenn wir uns verstehen, Zusammenhänge erkennen, sind wir in der Lage, uns zu verbessern, weiterzuentwickeln, unsere Potenziale gänzlich zu nutzen. Des Weiteren natürlich auch andere Menschen zu verstehen. Selbstreflexion erweitert unseren geistigen Horizont und das Bewusstsein im Wortsinn. Genau, wir strahlen nach außen auf, nehmen auf, verarbeiten es. Fortschritt braucht den Blick in die Vergangenheit. Im Reflexionsprozess versuchen wir, aus Erfolgen wie Rückschlägen zu lernen. Das schärft zugleich den Blick für die Gegenwart und liefert uns wichtige Schlüsse für die Zukunft. Dabei ist wichtig, eine Balance zu finden aus einer ehrlichen und kritischen Auseinandersetzung mit Schwächen und Misserfolgen, ohne sich selbst zu verurteilen oder niederzumachen. Ganz wichtig, der Selbstwert sollte immer erhalten bleiben. Weitere Bedeutung. Warum ist Selbstreflexion wichtig? Schlüssel, die wichtig sind für unsere Zukunft. Dabei ist es wichtig, eine Balance zu finden aus einer ehrlichen und kritischen Auseinandersetzung mit Schwächen und Misserfolgen, ohne sich selbst zu verurteilen oder niederzumachen. Heißt, baue dich auf und beginne das Wachstum. Stelle dir diese Fragen. Was macht mich dankbar? Was hat mich heute zum Lächeln gebracht? Wie kann ich anderen heute ein gutes Gefühl geben? Schenken. Was habe ich heute gelernt? Was hast du heute gelernt? Frag dich das mal selber. Was darf ich morgen besser machen? Siebter Punkt. Erfolgreiche Selbstreflexion funktioniert nur, wenn wir konstruktiv mit uns umgehen und dabei positiv denken. Wer hätte das gedacht? Das haut jetzt wirklich einen aus den Latschen vom Gymnastikball runter. Ja, dieser Satz. Also, eine grundsätzliche positive Sicht auf das eigene Leben etablieren ist von Vorteil. Das heißt nicht, eine rosa-rote Brille aufsetzen, ja? Und Pleiten, Pech und Pannen ausblenden. Nein, das macht man nicht. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Weil erst in der Objektivität und der Gesamtschau können wir uns kontinuierlich verbessern. Also die Perspektive macht's. Ja? Schau aus der Vogelperspektive. Frage dich daher nicht nur nach dem Warum in Gänsefüßchen, sondern vielmehr auch nach dem Wozu. Blickwinkel aus der Vogelperspektive einnehmen, habe ich schon gesagt. Achter Punkt. Vorteile der Selbstreflexion. Du lernst dich besser kennen und verstehen. Du erkennst deine Stärken und Schwächen. Du bekommst Klarheit über dein Wirken und deine Wirkung. Und ich hoffe, ich wirke bei dir jetzt gerade sehr kompetent und anregend und vielleicht auch etwas mit interessantem Humor für deine Herzlichkeit. Ja, yeah. Ein Lächeln bringt so viel Mehrwert. Schau mal in die anderen Videos übrigens. Ja, da gibt es ein Lächel-Trainingsvideo. Da gibt es Muskelkater. Ja.
Du nutzt mehr Erfahrungsschätze. Du lernst aus Fehlern und kannst lösen, was viele als Probleme wahrnehmen. Du trainierst strukturiertes und analytisches Denken. Du korrigierst falsche Vorstellungen. Du schöpfst deine Potenziale aus. Du schaffst die Basis für eine Neuorientierung. Du wirst dich deiner Lebensziele klarer. Du erreichst mehr. Du wirst dich deiner Lebensziele klarer, du erreichst mehr. Du wirst zufriedener und glücklicher. Du lebst einfach bewusster dein Leben. Jetzt, jetzt, jetzt. Das steht da nicht so, aber ich habe es jetzt mal betont. Neunte Seite. Deine Fragen, um herauszufinden, was du möchtest. Ganz in Gold, mit schwarzem Hintergrund. Was will ich wirklich? Also mehr Ausdruck. Was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Was macht mich glücklich? Was macht mich glücklich? Was macht mich glücklich? Nehme ich meine Leidenschaften ernst genug? Ja, was bedeutet Erfolg für mich? Welchen Job würde ich mir selber geben? Angenommen, ich werde befördert. Ist es das, was ich will? Was möchte ich in meinem Leben verbessern? Warum ist mir dieses Ziel so wichtig? Welche Bedürfnisse würden damit befriedigt? Worauf müsste ich dafür verzichten? Und ganz wichtig, könnte ich das? Der Punkt ist Gold. Zehnte Seite. Fragen, um Selbstzweifel zu überwinden. In Gold geschrieben, mit schwarzem Hintergrund. Wenn ich vorne beginnen könnte, was würde ich anders machen? Für welche Werte will ich stehen? Was müsste ich tun, um mein Ziel zu erreichen? Glaube ich daran, dass ich dieses Ziel erreiche? Falls nicht, warum traue ich den Zweifeln mehr als meinen ersten Impulsen? Was genau lässt mich so denken und fühlen? Welche Erfahrungen stecken hinter meinem Pessimismus? Wenn es nicht eigene Erfahrungen sind, warum glaube ich ihnen? Nochmal, wenn es nicht eigene Erfahrungen sind, warum glaube ich ihnen und nicht mir selber? Ne? Gebe ich Zweifel nach, weil ich mich als Skeptiker sicherer fühle? Was hält mich davon ab, mit meinem Vorhaben zu beginnen? Jetzt. Elfte Seite. Fragen, bevor ich meine Gewohnheiten wechsle. Was ist der Grund? In Gold geschrieben, mit schwarzem Hintergrund. Was sind meine größten Talente und welche möchte ich besser nutzen? Frage dich, womit bin ich tatsächlich unglücklich? Mit meinem Job oder meinem Leben? Ja. In welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Sind die aktuellen Konditionen das Hauptmotiv für meinen Wechsel? Frage ist immer, was wir wechseln, ne? Und was für Konditionen. Ist ein Jobwechsel die einzige Alternative? Viele Menschen haben ja in sich selber immer Probleme und dann spiegeln sie es nach außen und sagen, das Umfeld ist schuld. Die Frage ist aber, was kannst du selber tun, um dein Umfeld besser zu machen für dich? Und es ist nicht immer der Job, den du wechseln musst. Es ist das, was du transformieren darfst. Passen meine Stärken auch zu dem neuen Arbeitgeber zum Beispiel. Was wäre ich bereit für diesen Job zu opfern? Etwas Finanzielles? Was kann ich zubringen? Was würde ich im Gegenzug gewinnen? Würde ich mein
eigener Chef sein wollen? Ganz, ganz wichtige Frage. Ja? Können wir unser eigener Chef sein in unserem Leben? Die meisten Menschen wollen diese Verantwortung, diese Selbstständigkeit ja, nicht angehen. Das ist dann eine Selbstwahrnehmung, die nicht wach ist, sondern destruktiv und degenerierend. Denn man sollte sich immer selber führen können. Das ist ganz wichtig. Und das sind meine Bereiche Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit. Ja? Also einfach mal schauen. Irgendwas findet sich ja schon, was dich inspirieren darf. Ganz, ganz kreativ. Fragen, bevor ich meine Gewohnheiten wechsle. Was ist der Grund? 12. Seite. Was sind meine größten Talente und welche möchte ich besser nutzen? Frage dich, womit bin ich tatsächlich unglücklich? Unglücklich. Mit meinem Job oder meinem Leben? Ja? In welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Sind die aktuellen Konditionen das Hauptmotiv für meinen Wechsel? Ist ein Jobwechsel die einzige Alternative? Würde ich woanders meine Talente tatsächlich besser einsetzen? Das ist nämlich wichtig, zu wissen, ob man dann später im Leben, ja, in Bereichen, wo man dann gewechselt hat, wirklich sich besser entfalten kann oder nicht. Oder ob man sich wieder gleich verkrüppeln lässt. Von sich selber und von anderen. So. Passt meine Stärke auch zu dem neuen Arbeitgeber? Passen meine Stärken auch zu dem neuen Arbeitgeber, nochmal anders betont? Wäre ich bereit für diesen Job etwas zu opfern? Haben wir das schon, ne? Habe ich das doppelt gemacht? Nein, ich habe die Seite nur. Ja, wenn man vorliest, kann man auch was doppelt sagen, ne? Dann gibt es ein bisschen mehr Ausdruck. Würde ich mein eigener Chef sein wollen? Haben wir schon. Welchen Einfluss kann man auf die eigene Laufbahn ausüben? Welche Aufstiegschancen habe ich von dieser Position aus? Ganz wichtig. Also in der Selbstreflexion kommen Dinge auch manchmal doppelt. Schadet also nicht, sondern hat einen Vorteil. 13. Bin ich bezüglich meines Marktwertes ehrlich zu mir selbst? Wie viel Zeit und Mühe investiere ich in diesen Bereich meiner Entwicklung? Erweitere ich regelmäßig mein Netzwerk? Welche Gelegenheit nutze ich für mich richtig? Beschränke ich mich zu sehr? Und dann warum? Wonach wähle ich meine Ziele aus? Hake ich nach, wenn keine Antwort auf meine Fragen folgen? Ich frage so oft und oft kommt keine Antwort. Und ich hake nach und so oft kommt keine Antwort. Und dann weiß ich, dieser Mensch, der möchte sich einfach nicht verändern, weil er jetzt nicht anfängt, sich selber Fragen zu stellen. Aber ich bin positiv und schaue es objektiv von oben. Lerne ich daraus und verbessere kontinuierlich meine Fähigkeiten? Natürlich. Habe ich genug Übung in dem Bereich, wo ich glänzen möchte? Ja, ich möchte glänzen, extra für dich. Bedanke ich mich in meinem Umfeld? Ich sage Dankeschön an dich für deine Zeit. Yeah, das ist auch wieder so eine Sache. Und noch ein goldener Punkt als Freifläche kannst du selber ausfüllen. 14. Wie viel Zeit investiere ich täglich in mich und meine Entwicklung? Wie viel Erfolg brauche ich ganz persönlich? Das ist eine Skala, die du selber anlegen musst und selber für dich festlegen darfst. Kann das, was ich heute mache, mich auch in 5 Jahren noch begeistern? Ist ja ein Zeitfenster, was schon für viele eine enorme Strecke ist. Ne? Was würde ich aufgeben, um mehr Zeit für mich zu haben? Binde ich meinen Partner in meine Lebensplanung ein? Ganz, ganz wichtiger Bereich in der Beziehung. Ja? Ob wir unsere Partner auch mit unseren Träumen, Ideen und Dingen, die wir umsetzen wollen, ja mitnehmen und ihn auch unterstützen bei seinen Dingen, die wir zusammen dann gemeinsam machen wollen, in der Beziehung, in der Partnerschaft. Bei einem Ausstieg habe ich über die Finanzierung nachgedacht. Also wenn du aussteigst aus dem System, wo du gerade bist, kannst du es dir leisten, kannst du es stemmen, kannst du es schaffen. Habe ich das Gespräch mit dem Chef, Vorgesetzten, Partner gründlich vorbereitet? Auf emotionaler Ebene ganz wichtig und
geistiger Ebene, denn du brauchst ja etwas Background, etwas Hintergrund, ja, Wissen und Beispiele, die du bringen kannst. Sonst hast du natürlich nachher schnell verloren, wenn du in eine Diskussion gerätst. Wenn ich meinen Traumjob hätte, wäre ich dann zufrieden. Ne? Ganz, ganz großer Bereich. Viele Menschen machen ja ihr Selbstwert an dem Beruf fest, ihrem Job. Also frage dich mal, ist das das, ja, was dir Glück bringt, Freude und Erfüllung? Und wenn nicht, warum nicht? Was könnte ich tun, damit ich zufriedener wäre? Welche drei Dinge tue ich heute, die mich meinen Zielen näher bringen? Aufschreiben, abends schon für morgens und morgens schon für den Tag. Hinhören, 15. Hinhören, was einem die Seele sagt. Grundlagenforschung entdecken. Tipp, Schlagwort, Zeit nehmen. Selbstreflexion braucht ausreichend Ruhe, um den eigenen Gedanken zu lauschen. Du solltest zuvor alle Störquellen ausschalten und ein festes Zeitfenster einplanen. Eine halbe Stunde am Tag ist ideal, circa. Kannst du dir mal machen. Kannst du auch dein eigenes Zeitfenster machen, Viertelstunde, ist egal. Hauptsache nimmst dir einen bewussten Moment. Ritual entwickeln. Große Erkenntnisse kommen selten über Nacht. Habe daher etwas Geduld und etabliere ein festes Ritual zum Nachdenken und Reflektieren. Schlagwort: Ernst nehmen. Nehme Erkenntnisse oder Wahrnehmungen ernst, auch dann, wenn sie unangenehm sind. Wir wachsen nur außerhalb unserer Komfortzone, ja, wenn wir uns dessen stellen. So manches Aha-Erlebnis führt uns auf neue Pfade, aber nur, wenn wir es zulassen. Ehrlich sein. Selbstreflexion bringt nichts, wenn du dir dabei nur schmeichelst. Das ist Selbstbetrug. Wer mehr über sich erfahren will, muss auch zu ein oder anderen Enttäuschungen bereit sein. Nobody is perfect. Ziel ist jedoch, sich weiterzuentwickeln und daran zu arbeiten, mehr in eine optimale Richtung zu gelangen. Gnädig sein, sei gnädig. Unser größter Kritiker, das sind wir oft selbst. Wer aber zu hart mit sich selbst ins Gespräch geht, schadet sich nur und sabotiert sein Selbstwertgefühl. Gern gesehen und erlaubt ist konstruktive Kritik. Feedback einholen. Glaube nicht alles, was du denkst. Jetzt denkst du, was sagt er? Glaube nicht alles, was du denkst. Natürlich können wir uns auch mal täuschen, um keinem Wahrnehmungsfehler zu erliegen, sollten wir das reflektierte Selbstbild hin und wieder mit einem Fremdbild abgleichen. Fremdbild ist das äußere Erscheinungsbild von anderen zum Beispiel. Kann ich mich mit ihm vergleichen? Ja? Erst durch das Feedback, was wir uns selber geben, ja, objektiviert sich der Blick seines Selbst. Ja, seines Selbst. 17. Fazit, Reflexion zur erfolgreichen Selbstwahrnehmung. Stelle dir selber immer die grundlegenden Fragen wie: Was steht zwischen mir? Wie stehe ich zu meinem idealen Lebensbild? Warum bin ich noch nicht da, wo ich hin möchte? Was blockiert mich? Wo ist mein persönlicher Engpass, bei dem sich alles oder alle Energie staut und es einfach nicht weitergeht?
wichtige, grundlegende Fragen. Und wenn du Hilfe wünschst, bin ich mit meiner Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit gerne für dich da. Da finden wir Lösungen auf deine Fragen. Ganz kreativ. Dein Dennis Kuhl. Und dann gibt es noch eine kleine Seite mit wofür ich stehe, für kreatives Leben, mit dem Podcast, ja. Dennis Kuhl unterstrich Hallo unterstrich Nachbar. Gibt es jetzt auch ein neues Branding bei YouTube. @DanKuhl geben, ja. Das ist Alias, eingeben. Und dann findest du mich schon auf vielen verschiedenen Plattformen. Ne? Herzchen gibt es da noch, teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Sage ich immer wieder gerne. Also sei dabei, teile dich mit, kommentiere dich und so können wir in Verbindung gehen und gemeinsam weiter wachsen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Kleines Endwort noch im Podcast. Also misch die Dinge kreativ und führe so etwas ganz Neues in dein Leben. Transformation zu deinem Erfolg. Bis dann, dein Dennis. Ciao, ciao. Ich winke in die Kamera. Yeah, so läuft das, ne? Und ja. Hey Dennis hier, und jetzt haben wir quasi knapp 13 Minuten gelächelt. Die Nachwirkungen sind immer noch dabei. Wir haben einige Sekunden später nach dieser Aufnahme. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, mitgemacht habt und vielleicht dachtet, wow, der Typ kann aber irgendwie ganz schön das Gesicht verziehen, aber irgendwie hat das eine positive Wirkung auf mich. Ich habe auch gelächelt. Ja, kannst du auch selber im Spiegel machen, wenn du alleine bist, so wie ich. Ich nehme die Kamera und dann lächelt mich ein bewegtes Bild an. Kann gegen Einsamkeit helfen, kann ja, für soziale Geflogenheiten helfen, ja, diese für sich in der Emotion besser wahrzunehmen. So kannst du das Gegenüber besser aufnehmen, ja, mit den ganzen Sinnen, die dir zur Verfügung stehen, Augen, Ohren, Nase, Mund, ja, und natürlich die ganzen Sinneszellen deiner Haut und so. Aber das ist ein anderes Thema. Und wenn du Interesse hast an Coachings, ja, an Bereichen von Gesundheit, Bewegung und Persönlichkeit, ja, oder Bewusstsein und Ernährung, dann bist du bei uns genau richtig. Einfach mal mitmachen, mit einem Lächeln in den Kurs kommen, in das Coaching, ja, und dir währenddessen etwas mitnehmen auf dem Weg. Das ist das Format Coaching to Go. Ja, einfach mal reinschauen. Ja, vielleicht mache ich gleich noch eine Seite da dran an dem Video. Dann kannst du da mal reinschnuppern und mal das suchen im Internet. Ja, mal googeln. Mal googeln bei YouTube, Instagram und Co. Ja, dort findest du uns in ganz, ganz verschiedenen, vielfältigen Beiträgen, die für deine Entwicklung ganz, ganz hervorragend geeignet sind. Also, lächeln wir nicht falsch, lächeln wir richtig, aus tiefster Überzeugung und freudigster Emotion. Bis dann, dein Dennis. Ciao, ciao. Teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Ich lache mir jetzt noch einen ab. Gleich habe ich noch ein wunderbares Date mit einem Gespräch, was mein Herz erfüllt. Und ich bin froh, dass ich den Menschen mit einem Lächeln begegnen darf. Und auch allen anderen, ja, der Welt. Den Wesen, den Tieren, dem Leben. Also, bis dann, dein Dennis. Hab dich lieb. Ne? Wir sehen uns. Ciao, ciao. Genau. Guck mal in die Bio da rein. Bücher gibt's auch noch. Ja, genau. Und Podcast auch.